Super enge Straßen, die bei Gegenverkehr eine echte Herausforderung darstellen. Atemberaubende Landschaften mit sanften Hügeln, Bachläufen und unberührter Natur. Eine einzigartige Popkultur und einfach grandiose, super historische Innenstädte. Das ist der Lake District im Norden von UK. Und den haben wir uns zu unserem 20. Hochzeitstag mal genauer angesehen. An Mautstellen, an den unmöglichsten Stellen gewöhnt man sich recht schnell und immer freundlich und zuvorkommend. Und selbst bei einem Pfund Gebühr kann man immer komfortabel mit der Karte bezahlen. Can I pay by card or so? Where? Nach der ersten Nacht stehen wir bereits um 8 Uhr morgens auf der Matte, um ein waschechtes English Breakfast zu genießen. Danach noch ein Bummel durch die Passage und dann wird die Tagestour im Hotel geplant. Jetzt sind wir zurück im Hotel und jetzt fahren wir zum Hottentot Pass. Der Weg zum Hottentot Pass ist für sich alleine bereits eine Herausforderung, insbesondere bei Gegenverkehr. Eigentlich sind die Straßen nicht für Gegenverkehr ausgelegt, aber irgendwie schafft man es dann doch immer wieder aneinander vorbeizufahren. Hottentot Pass ist einer der steilsten Straßen in UK. Mit 30% Steigung, extrem engen Straßen und seinen 180 Grad Spitzkehren muss man ein gewisses Maß an Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, um hier unbeschadet hochzukommen. Ja, das war außen, was gesehen? Eine Stelle ist besonders knifflig. Steil, uneinsehbar und extrem eng. Diese Stelle ist nur mit ein wenig Schwung zu meistern. Gegenverkehr an diesen Stellen würde mit dem Moped definitiv zum Sturz führen. Alter Falter, ey, da wird mir so was schlecht haben. Servus, fest worden? Hast du einen Daumen hoch gemacht? Ob das ist eigentlich schlimm, da wirkst du ja im Motor mal auf keinen Fall ab. Meinst du schon? Das wird man nachher auf dem Video, glaube ich, nicht so wirklich sehen. Da war ich schon gesagt, oder? So, jetzt haben wir es tatsächlich bis nach Schottland geschafft. Jetzt sind wir in den ersten Pub, gehen wir jetzt rein und dann erstmal Abend und dann fahren wir gefühlt 10 Stunden zurück. Es wird eine lange Rückfahrt. So, also das ist der letzte Tag jetzt quasi. Morgen ist die Abfahrt. Und jetzt gehen wir noch schnell frühstücken und dann fahren wir die Tour zum höchsten Pub in UK. Also höchstgelegener Pub in UK. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away.
sag schon was, ja. Hallo. Hallo. So, here we go. Glücklich, wir sind hier. Ja. Ja. Das reicht, wir lachen und das ist auch reichend. So, jetzt fahren wir nach Hause. Wie viele Stunden sind das jetzt? Keine Ahnung, eine Million. Bestimmt 6 oder so. Oh. Und weil es so schön ist, fahren wir über Wales. Bin ich mal gespannt, ob wir da noch ein paar schöne Aufnahmen zusammenkriegen. Ja. So, jetzt sind wir ja hier auf dem Motorrad. Jetzt würde man meinen, wir fahren gerade los. Ist aber falsch. Wir waren schon auf der M6. Und dann sagte die Esel so, ja, wo sind denn unsere AirPods? Oder meine AirPods? Und dann mussten wir nochmal wieder umdrehen. Jetzt sind wir wieder im Hotel. Jetzt haben die gerade rausgestürmt, ganz lieb. Hat uns die gegeben. So, oh mein Gott, ihr wart schon auf dem Weg nach Pool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie hätten es uns auch mit der Post geschickt, aber so ist es irgendwie sicherer. Weiß man ja nie, ob die dann ankommen.